Die heutige Veranstaltung, die hochkarätig besetzt ist, ist ein deutliches Zeichen dafür, dass diese Regierung sich aktiv für den Wirtschaftsstandort einsetzt, und zwar dahingehend, dass es natürlich notwendig und wichtig ist, weitere internationale Unternehmen auch zu gewinnen, die hier am Standort Österreich bereit sind, zu investieren, in die Zukunft zu investieren. Und es ist bekannt, dass eine florierende Wirtschaft die Grundlage für allgemeinen Wohlstand und Sicherheit darstellt. Und gerade die Ansiedelung ausländischer Betriebe in Österreich ist daher umso wichtiger, während im Gegenzug die Abwanderung heimischer Betriebe ins Ausland natürlich auch verringert werden muss. Und da ist in den letzten Jahren durchaus einiges in die falsche Richtung gelaufen. Wir haben ganz bewusst gesagt, dass wir in dieser Regierung jetzt nicht durch Subventionen ganz bestimmte Anreize setzen wollen, sondern wir wollen Hürden abbauen, wir wollen Steuern senken, um, das ist der Sinn der Sache, Arbeitsplätze in Österreich zu schaffen. Einige Dinge sind angesprochen worden. Was ist wichtig bei der Standortentscheidung? Natürlich die Frage Bürokratie, Steuerlast, Sicherheit im Allgemeinen, aber auch Rechtssicherheit, gut ausgebildete Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, aber auch die Unterstützung der Politik, beginnend von der Bundesregierung bis hin zum Bürgermeister, wo das neue Werk auch angesiedelt sein soll, und natürlich Infrastruktur. Und da haben wir viel vor. Wir werden alles daran setzen, wir gemeinsam, die gesamte Bundesregierung, damit sich noch mehr Unternehmen in Österreich ansiedeln, damit noch mehr investiert wird und noch mehr Arbeitsplätze in diesem Land entstehen.